Die sich euch mal eben selber kurz vorstellen werden und erzählen, wer sie sind, was sie hier machen. Ich muss nochmal von vorne, sagt die Regie. Ich fange nochmal von vorne an. Hallo? Ich soll mich eine Stunde lang nicht mehr bewegen, sagt die Regie. Ich versuch's. Also, ich sag nochmal Hallo. Schön, dass ihr alle da seid. Ich bin die Annika aus den Abenteuerhallen. Ich bin hier für ganz unterschiedliche Sachen zuständig, unter anderem auch für die Mädels im Skatepark. Neben mir sitzen noch drei weitere coole Mädels, die in unterschiedlichen Bereichen hier in der Abenteuerhalle zuständig sind. Wir werden uns heute mit dem Thema Mädels in den AHK und auch ganz allgemein mit Mädels in Trendsportarten beschäftigen und euch ein bisschen da aus unserer Perspektive zu erzählen. Wir haben ein paar andere Inputs von Mädels, die nicht unbedingt an die Halle angebunden sind, mitgebracht. Und ich glaube, es wird ein ganz interessantes Gespräch. Vielleicht könnt ihr euch einmal alle vorstellen, mal erzählen, was ihr hier in der Halle macht, wer ihr seid, was eure Sportart ist und wie ihr hierher gekommen seid. Gesine, vielleicht kannst du einmal anfangen. Ja, hallo. Genau, ich bin Gesine und ich bin in der Halle schon seit fast 10 Jahren. Ich mache Artistik und unterrichte auch Artistik. Und hier hingekommen bin ich eigentlich über den Schulzirkus von meiner damaligen Schule. Und die Trainer, die hier den Impuls leiten, also Tim und Veronika, haben damals auch bei mir in der Schule unterrichtet und so bin ich hergekommen und geblieben. Ja, ich bin die Steffi. Ich war auch tatsächlich schon mal auf Twitch hier und bin seit Mitte Februar hier hauptamtlich für den Kletterbereich zuständig und war aber vorher auch schon mal in Abenteuerhallen. Ich habe hier meine kurze Zeit als Trainerin gearbeitet und genau, seit Februar bin ich jetzt fest hier und mit dem Klettern habe ich, glaube ich, vor 6 Jahren angefangen, 5, 6 Jahren. Ich habe tatsächlich das Klettern lieben gelernt draußen und habe draußen angefangen zu klettern, was eher untypisch, glaube ich, ist. Aber es hat mich seitdem eigentlich nicht mehr losgelassen und ja, ich freue mich heute, da ein paar Erfahrungen auf jeden Fall mit euch zu teilen und mehr Mädels dazu ermutigen, Klettern anzufangen. Genau. Hallo zusammen, ich bin Nora, ich freue mich sehr, heute hier zu sein mit euch. Ich bin zu der Halle gekommen durch Skaten. Ich skate seit 2 Jahren und war dann einfach so privat in der Halle und habe dann letztes Jahr mein Praxissemester hier in der Halle 59 gemacht. Ich studiere Soziale Arbeit in Köln und genau, war dann letzten Sommer ein halbes Jahr hier die Praktikantin von Mackel in der Halle 59. Vielen Dank euch erstmal fürs Vorstellen. Ich freue mich super, dass ihr alle hier seid. Und ich glaube, wir haben hier echt coole Gesprächsteilnehmerinnen heute am Start. Ich würde mich auch mega freuen, wenn Mädels gerade zugucken oder auch Jungs, die unsere Mädels hier kennen und wissen, was hier so alles passiert oder
gerne was zu dem Thema auch erzählen möchten, schreibt gerne in den Chat rein. Ich habe das hier nebenbei am Laufen und ich erzähle auch den anderen immer gerne, was gerade passiert und wir unterhalten uns mit euch. Also gerne mal reinschreiben, wenn ihr wen kennt. An der Stelle schon mal Gesine. Ich soll dir ein Hallo ausrichten von Ruben. Dankeschön. Sehr schön. Schön, dass du dabei bist, Ruben. Schön, dass du auch zuschaust. Ihr habt gerade alle schon mal kurz erzählt, so wie ihr hier in die Halle gekommen seid und auch wie ihr zu dem Sport gekommen seid. Ich würde gerne das Thema noch ein bisschen vertiefen. Und zwar soll es ja heute auch so ein bisschen darum gehen, was Mädels sein in dieser Sportart bedeutet. Vielleicht habt ihr ja was dazu zu erzählen oder selber eine Erfahrung gemacht, wie das für euch war als Mädchen damals oder auch als junge Frau. Hilft das, wenn ich das festhalte? So? Hört ihr mich wieder? Okay. So wie ich höre, haben wir gerade einen kleinen Kabelbruch. Deswegen gibt es hier ein bisschen technisches Hin und Her. Ich hoffe, ihr kriegt trotzdem so ungefähr mit, was ich sage. Wichtiger ist aber sowieso, was die drei Mädels erzählen. Ist also gar nicht so schlimm. Ich habe gerade die Frage gestellt, ob die drei ein bisschen erzählen können darüber, wie ihr Zugang zu der Sportart war, wie es für sie war, als Mädchen oder als junge Frau in diesen Trendsportbereich reinzustolpern und auch hier in die Hallen reinzustolpern, ob es da in ihrer Wahrnehmung einen Unterschied gab für sie als Mädchen anstelle von den Jungs, die vielleicht schon hier waren. Gesine, wie war das für dich im Bereich Artistik? Ich habe mit 11 angefangen, Artistik zu trainieren sozusagen, wie gesagt in der AG quasi, in meiner weiterführenden Schule, in der Gesamtschule in Hohlweide. Und da gab es sehr, sehr viele Mädchen, also deutlich mehr Mädchen als Jungs. Es gab da eine recht klare Aufteilung in Disziplinen. Also das war bei mir im Schulzirkus eher so, dass Jungs haben jongliert, also mit Keulen, Bällen oder auch Devil Stick gemacht, Diabolo. Und Mädchen waren eher am Tuch oder am Vertikalseil oder haben Akrobatik gemacht. Also da gab es eine sehr klare Aufteilung. Ja, und dann so mit 15, 16 bin ich in die Halle gekommen. Und da war die Verteilung zwischen Jungs und Mädchen ein bisschen anders. Also ich würde sagen, das ist auch was Besonderes hier in der Halle, dass im Artistikbereich Jungs und Mädchen so ungefähr die Waage halten, was die Anzahl an Personen betrifft. Ja, genau. Von daher war es vielleicht am Anfang so ein bisschen schon vorgegeben oder üblicher, welche Disziplinen man so macht. Ja. Genau, das war so meine Erfahrung. Ich finde es sehr interessant, dass du sagst, dass es in den meisten Fällen so ist, dass eigentlich mehr Mädels in der Artistik vertreten sind, hier in der Halle aber eher ausgeglichen. Wie nimmst du das wahr, Nora, im Skate-Bereich oder generell in der Halle 59? Ist es da auch so, dass es da Unterschiede gibt? Genau, Mädels sind eher selten in der Halle 59, was natürlich sehr schade ist, weil wir natürlich auch darauf hinarbeiten möchten, dass das mehr ausgeglichen ist und dafür auch einige Projekte auf die Beine stellen wollen, dazu später noch mehr. Aber ja, ich denke, da gibt es einen großen Unterschied zwischen den einzelnen Sportarten in der AHK. Soll ich direkt was zu meinem Zugang zum Skaten? Kannst du gerne machen, klar. Genau, ich habe relativ spät angefangen, auch mit Skaten, vor 2 Jahren. Ich war 21 und ich bin über Surfen dorthin gekommen.
Das mache ich schon ein bisschen länger und war dadurch schon mit vielen Skatern in Kontakt, was auch meistens eher Jungs oder Männer waren. Und habe ganz lange aber auch gedacht so, ah nee, das ist irgendwie nichts für mich, da tut man sich weh, da fällt man hin, das will ich nicht machen. Bis ich dann nach Köln gezogen bin und mein Freund sein altes Skateboard in meinem Zimmer stehen lassen hat und ich dann dachte so, ach komm, jetzt probiere ich es doch auch mal aus und dann eigentlich so seit der ersten Session Blut geleckt habe und Feuer und Flamme war und gemerkt habe, dass das ja wohl auch was für mich ist und sehr viel Spaß macht, ja. Ich glaube, dass das echt interessant ist, Nora, dass du sagst, dass man auch, wenn man relativ spät an den Sport rankommt, trotzdem für sich selber noch diese Vorurteile im Kopf haben kann, dass das irgendwie nichts für einen ist und dass man sich vielleicht nur verletzt oder da auch Angst vor hat, diese Hürde zu überwinden. Steffi, du hast, wann hast du angefangen zu klettern? Ja, mein Mikro vergessen. ich habe tatsächlich auch relativ spät angefangen zu klettern, also schon im Erwachsenenalter und das ist, glaube ich, jetzt so 5-6 Jahre her. Und ich bin tatsächlich damals in Chile, ich habe da gearbeitet und bin da auch durch Freunde ans Klettern rangekommen. Also erstmal an dieses Draußensein und dieses ganze am Feld sein und draußen und alles super spannend. Aber bin tatsächlich auch erstmal durch ein paar Jungs da reingerutscht und durch meine damalige Mitbewohnerin, die ich sehr bewundert habe. Das war ein Mädel, eine Chilenin, die selber schon geklettert bin. Und die war auch damals so ein bisschen ja mein Vorbild, so, weil sie schon sehr stark geklettert ist, auch vorgestiegen ist. Und ja, da habe ich mit angefangen, da so ein bisschen draußen zu klettern. Bin auch das erste Mal vorgestiegen, was alles super, super spannend war, weil auch im Kletterbereich, glaube ich, hier in der Halle ist es, glaube ich, nicht so extrem, aber wenn man sich draußen am Felsen umschaut, ist der Sport, glaube ich, schon noch so ein bisschen Jungs und Männer dominiert. Zumindest sieht man selten Frauengruppen zusammen klettern. Wenn sind es dann vielleicht Frauen zusammen mit Männern oder Männergruppen, glaube ich, oder Jungsgruppen. Genau, deswegen ist es schon auch ein bisschen immer so, dass da manchmal das so fehlt, dass einfach Frauen das auch alleine machen können oder Mädels das auch alleine sich trauen können. Genau, und ja, das hat mir damals, also die Chilenin, die ich damals kennengelernt habe, hat mir das so ein bisschen, ja, den Weg da gewiesen und gezeigt, dass das auch geht. Genau, und ja, hier in der Halle ist es, glaube ich, sehr ausgeglichen, das Klettern. Aber eine Sache, die uns aufgefallen ist, als wir uns auch schon im Vorfeld da so ein bisschen drüber unterhalten haben, ist, dass gerade was das Schrauben, also das Routen in die Wand bringen, wie man hier so schön sieht, dass das sehr männerlastig ist, immer noch. Dass einfach die Schrauberteams zum größten Teil und auch leider hier in der Halle immer meistens aus Männern bestehen oder ganz vereinzelt mal Frauen schrauben. Genau, und ja, das ist eigentlich sehr schade und wir sind da gerade so ein bisschen dran, auch ein paar mehr Mädels ins Boot zu holen. Also wenn jemand vielleicht auch aus dem Publikum jetzt gerade, der im Chat hier ist oder zuschaut, Interesse hat, immer gerne auch bei uns melden. Ja. Genau, es sind so ein paar Themen gerade bei euch aufgepoppt, die ich gerne nochmal aufgreifen würde. Du hast gesagt, dass es häufig für Mädels so ist, dass sie den Zugang über Jungs in diese Sportart bekommen und dass du dir wünschst, dass sich mehr Mädels trauen, auch selbstbewusst aufzutreten und selbstständig sich in dem Bereich zu bewegen. Und ich glaube, das, was du angesprochen hast, nämlich das Thema Vorbildfunktion, ist eins, was da ein ganz tragender Punkt ist. Und ich glaube auch was, wo du, Nora, vielleicht ein bisschen was zu erzählen kannst. Nora haben wir hier als großes Vorbild bei uns im Sport wahrgenommen, gerade bei den Girls-Sessions, die wir regelmäßig hier im Halle 59-Bereich veranstalten, wo dann die ganze Halle, also der ganze Skatepark-Bereich nur für Mädels frei ist. Und da haben wir tatsächlich auch ein bisschen Größeres vor noch dieses Jahr. Und ich glaube, da kann Nora vielleicht was dazu sagen, was Vorbild sein oder warum Vorbild sein so wichtig ist für die Sportler. Und danach können wir gerne nochmal zu dir kommen, Gesine, und darüber sprechen, warum das vielleicht im Artistik ein komplett anderes Bild ist.
Ja, danke, Annika. Also ich glaube, dass es super wichtig ist, dass mehr Frauen in den Skateparks unterwegs sind, eben wegen dieser Vorbildfunktion, weil wenn Mädels nie andere Mädchen sehen, die auch skaten, wird natürlich dieses Bild weiter übertragen, dass das einfach keine Sportart für Mädels ist und dass es vielleicht irgendwie nicht gewöhnlich oder normal ist, dass Mädels skaten oder andere Rollsportarten betreiben. Und genau, wir versuchen natürlich dagegen anzuarbeiten und versuchen mit den Girls Sessions auch Mädels so einen sicheren Raum zu geben, sich einfach mal untereinander ohne die Jungs drumherum ausprobieren zu können, sich auszutauschen, dass vielleicht auch Frauen oder Mädchen dabei sind, die schon ein bisschen länger skaten, wo man sich vielleicht auch mal was abschauen kann. Und genau, da haben wir auch ein Projekt am Start, das im Sommer anlaufen soll, wo wir für jeden Monat einen kleinen Girls Roadtrip geplant haben oder eine Girls Session. Das steht noch nicht ganz fest, aber ja, da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf, dass da noch mal mehr in Bewegung kommt für alle Mädels, die Bock haben, sich in dem Bereich zu bewegen oder das mal auszuprobieren. Wir haben jetzt schon gehört, dass es halt sowohl für den Bereich Klettern Pläne gibt, Angebote speziell für Mädels zu schaffen, als auch beim Skaten oder im Rollsport allgemein hier in der Halle. Wie sieht das aus mit Artistik? Gibt es da überhaupt Angebote, die speziell für Mädels sind? Oder ist da irgendwas in Planung? Weißt du das, Gesine? Soweit ich weiß, nicht. Also zumindest hier in der Halle nicht. Genau. Also in der Hinsicht unterscheidet sich die Artistik vielleicht auch hier in der Halle jetzt spezifisch auch ein bisschen von den anderen Sportbereichen, weil es halt doch recht ausgeglichen ist. Also man muss auch immer so ein bisschen aufs Alter gucken, denke ich, weil bei den ganz kleinen Gruppen, also wir fangen ja schon im Alter von 3 Jahren an, ist es sehr ausgeglichen und meistens, ich sag mal, springen viele Jungs so mit dem Beginn der Pubertät ab und kommen dann später nochmal wieder dazu, so mit 16, 17. Genau, weil Artistik, also genau wissen warum, ist natürlich auch schwer zu sagen, aber Artistik hat auch was sehr Gestalterisches, zumindest, ja, man ist halt auch viel auf der Bühne, präsentiert sich, genau, und das ist vielleicht manchmal eher was, was eher als weiblicher aufgefasst wird, also so gestalterisch, performativ zu sein, muss auch nicht immer sein, aber genau, zumindest war das bei mir auch in der Schule so, dass da in einem gewissen Alter manche Jungs einfach nicht mehr so Lust zu hatten, wobei die Mädels da dann eher am Ball geblieben sind. Aber ja, hier in der Halle sieht das ein bisschen anders aus. Genau, ich kann ja halt auch nur für die Einrichtungen sprechen, die ich so kenne. Und ich glaube, dass es deswegen da auch noch nicht dazu gekommen ist, dass es deswegen geschlechterspezifische Angebote gab oder gibt hier in der Halle. Ja, genau. Ich persönlich finde das ja einen ganz interessanten Unterschied, dass es eben in der Artistik, so wie es aussieht, gar nicht so dieser spezifischen Angebote vielleicht bedarf, weil da die Art des Sports irgendwie einen Unterschied macht in der Wahrnehmung von Geschlechterrollen. Also wo wird man eher als Mädchen oder wo sieht man sich eher als Mädchen und in welchen Bereichen ist es halt schwieriger, weil es vielleicht nicht ganz zu der Stereotypen Sportrolle passt. Also ich glaube auch innerhalb der Artistik gibt es schon klare Stereotype oder die lockern sich auch mittlerweile, was ich sehr schön finde. Aber zumindest als ich genau so 11, 12, 13 war, da war das zum Beispiel sehr klar, dass eher zum Beispiel so Balance oder Jonglage sehr Männer- oder Jungs dominiert war und die Frau oder das Mädchen
wird in die Luft geworfen und präsentiert sich sehr grazil am Tuch und ist sehr beweglich, sehr feminin und verkörpert dann häufig die glitzernde Fee oder die kleine Möwe oder sowas in der Richtung. genau, da gab es auch nicht so viel Varianz dann teilweise und das verändert sich schon sehr. Und genau, ich finde auch gerade hier in der Halle gibt es sehr, sehr unterschiedliche Interpretationen von Rollenverteilungen und eine Lockerung von solchen Stereotypen. Ich würde an der Stelle ganz kurz unsere Besucher, unsere Zuschauer, Zuschauerinnen einmal mit einbeziehen, weil wir haben einmal im Chat einen Kommentar bekommen von Kiam001. Ich weiß nicht, wie du richtig heißt, ich werde dich mal bei deinem Nutzernamen nennen. Und zwar schreibt er, dass er, obwohl er ein Junge ist, super unsportlich ist und es entsprechend auch andersrum geht. Ich finde das eine interessante Wahrnehmung von dir, dass du sagst, okay, nicht alle Jungs müssen immer total sportlich sein oder immer alles können. Und das finde ich total richtig, dass es gar nicht immer nur Jungs oder nur Mädels sind. Aber du schreibst auch, dass du nichts kannst und das glaube ich nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, jeder von den Leuten, die hier sitzen, waren mal an dem Punkt, wo sie in ihrer Sportart nicht so super viel konnten. Nora, du erinnerst dich bestimmt noch gut daran, wie es für dich war, als du in den Skatepark kamst und noch keinen Olli konntest. Auf jeden Fall. Da bin ich ganz schön oft auf die Nase gefallen. Ich glaube, niemand hat auch Skaten gelernt, ohne hinzufallen. Das gehört einfach dazu und das ist völlig normal. Und das ist aber auch das Schöne, dass man über sich hinaus wächst und langsam, aber stetig Fortschritte macht. Und ich bin auch davon überzeugt, dass wir alle hier viele Talente haben, die uns vielleicht auch manchmal gar nicht bewusst sind. Genau. Ja, das wollte ich dazu auch sagen. Also weil da tatsächlich auch so ein bisschen, wir haben auch vorher ein bisschen rumgefragt und da kam immer so ein bisschen, ja, aber beim Klettern der Unterschied zwischen Frauen und Männern ist vielleicht oder Mädels und Jungs ist vielleicht auch die Kraft und das ist aber, klar ist das ein Unterschied, die meisten Männer haben einfach von Natur aus oder ist genetisch so, dass man mehr Muskeln hat, mehr Muskelmasse, aber Klettern ist nicht nur Muskelkraft, es hat auch viel mit Technik zu tun und man lernt stetig dazu. Ich kann mich noch erinnern, dass als ich das erste Mal klettern war, ich hätte mich nie gewagt irgendwie oder habe es auch nicht geschafft, im Überhang zu klettern zum Beispiel. Und mittlerweile klettere ich Überhang fast am liebsten. Für alle, die es nicht wissen, was der Überhang ist, Salvo, vielleicht kannst du einmal nach oben filmen. Dankeschön. Genau, also da auch der Appell an alle, das ist nicht unbedingt Männersache, das zu tun oder das auszuprobieren. Und ja, es ist einfach ein längerer Weg natürlich, im Klettern jetzt total schwere und komplizierte Routen zu klettern, aber es ist auf jeden Fall möglich. Und ich glaube, wir haben auch noch später ein paar Videobeiträge, wo das ganz deutlich wird, dass das auf jeden Fall auch für Frauen und Mädels möglich ist. Genau. Ich würde sagen, das ist ein gutes Stichwort. Und liebe Regie, vielleicht könnt ihr an dieser Stelle einmal das Video von Katrin einspielen. Dauert kurz, okay. Kein Problem, dann quatschen wir erst noch weiter. Okay, die Regie hat gerade das Büro verlassen, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Die Regie ist jetzt wieder auf dem Weg zu den Videos, um euch die einspielen zu können. Genau. Genau, wir haben ich kann nämlich, kurz sagen, wer Katrin ist. Das ja, ist eine, mach das mal, sehr gut. Ich habe mit der Katrin in Italien zusammengearbeitet für das SOS Kinderdorf und sie war auch Klettertrainerin, Österreicherin und genau, sie wird uns nachher was erzählen, wie sie angefangen hat zu klettern, genau. Das dazu der Hintergrund. Sie ist nicht an diese Halle angegliedert, aber auch eine sehr starke Kletterin. Was sagt die Regie? Hallo, ich bin die Katrin. Ich kletter schon seitdem ich Kind bin. Hallo, ich bin die Katrin. Ich kletter schon seitdem ich Kind bin.
Und damals, wo ich angefangen habe zu klettern, habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass es irgendeinen Unterschied macht, ob ich jetzt ein Bub oder ein Mädchen bin, das gerade zu klettern anfängt. Ich bin aber im Nachhinein draufgekommen, dass es auch da schon ein Thema war, weil mein älterer Bruder hat gleichzeitig mit mir zum Klettern angefangen. Und ich habe Jahre später über gemeinsame Bekannte mitbekommen, dass das wohl ein Grund war, warum er jetzt nicht mehr klettert. Weil da dann irgendwann die kleine Schwester war, die besser klettert als er. Also hat da wahrscheinlich doch auch das Geschlechterthema damals schon eine Rolle gespielt. Okay, da haben wir es gehört. Quasi, ja, ich glaube, bei der Katrin war es so, habt ihr ja gehört, dass hinterher das schon, und das ist im Klettern tatsächlich vielleicht so, dass einfach so diese Stereotypen da sind, okay, die Jungs sind stärker und die Jungs haben da vielleicht mehr Potenzial. Und ich sehe das immer wieder. Ich habe lange als Kletter- und Boulder-Trainerin gearbeitet und viele unterschiedliche Gruppen auch gehabt und ganz häufig gesehen, dass ganz am Anfang die Jungs vorgeprescht sind, die Männer, und irgendwie sehr, sehr viel aus Kraft gelöst haben am Anfang. Und die Frauen mussten am Anfang mehr darauf achten, Technik anzuwenden, und haben das dadurch gelernt und die Männer sehr oft oder die Jungs sehr oft überholt dann irgendwann, weil an einem gewissen Punkt kommt man beim Klettern mit Kraft nicht ganz so weit wie mit Technik. Und ja, das ist vielleicht auch mal motivierend zu hören, dass da ne, dass, ja, auch Mädels stärker sein können oder besser sein können in einer Sportart. Und dass auch beim Klettern, was ja häufig mit Kraft und Starksein so ein bisschen assoziiert wird, ja, es Mädels gibt, die das sehr gut machen und können, genau. Aber es ist auch interessant einfach zu hören, dass viele Männer und Jungs da vielleicht auch ein Ego-Problem haben, wenn die Schwester plötzlich etwas besser macht. Ich finde, das ist im Sport ganz häufig so. Ich habe früher, wenn ich viel auch laufen gegangen, da war ähnlich, wenn ich dann mal schneller gelaufen bin und mein Mitbewohner hinterher gehechelt ist, dann hatte er auch oft so ein Ego-Problem. Und ich glaube, das ist beim Klettern tatsächlich auch so. Gerade auch, ich sehe wenig, aber manchmal, dass zum Beispiel eine Frau vorsteigt und der Mann nachsteigt, also dass die Frau quasi das Seil einklippt, um ja zu ermöglichen, dass man Top Rope, also am Seil, daran klettern kann. Das sehe ich seltener, als wenn es andersrum ist. Und ja, genau, das sind vielleicht so ein paar Unterschiede. Lara hat im Chat geschrieben, dass sie relativ selten Sport macht, aber super gerne klettert, weil sie da den Jungs auch immer davon geklettert ist. Und auch da wieder ein Beispiel, Lara, mega cool, dass du selber das so wahrnimmst, dass du gut bist in der Sportart und dass du da das als Kompetenz auch erlebst. Was ich noch interessant finde, ist, dass wir gerade beim Klettern gerade viel darüber gesprochen haben, dass man vielleicht besser ist oder schlechter ist als das andere Geschlecht, als die Jungs oder als die Mädels. Und du hast eben mehr so in die Richtung plädiert oder von dem, was du erzählt hast, dass es da gar nicht so diesen Wettkampfgeist hat bei Artistik, wo man besser oder schlechter drin ist, sondern mehr, worin kann ich mich persönlich besser ausdrücken oder schlechter ausdrücken vielleicht. Siehst du da einen Unterschied in den Sportarten? Ja, vielleicht schon. Ich glaube, im Unterschied zu den anderen Sportarten ist die Artistik oder auch der Zirkus halt ja sehr performativ orientiert. Also in den meisten Fällen geht es halt darum, dass man etwas auf die Bühne bringt, etwas kreiert oder darstellt. Und man daher, genau, also die Arbeit ist einfach auch ein bisschen eine andere. Also man ist seltener in so einem Wettbewerb, in so einer Wettbewerbsumgebung. Also gibt es natürlich auch gerade wenn man es professionell macht, dann gibt es da natürlich einen harten Wettbewerb, aber so wie jetzt hier in der Halle zum Beispiel, geht es da deutlich mehr um ein Kooperieren, nebeneinander, aber auch miteinander, und viele Dinge werden dadurch verschiedene körperliche Gegebenheiten halt auch erst möglich. Ja. Wir haben da noch ein Video bekommen im Vorfeld von Judith. Das ist eine Artistik-Trainerin bei uns, und
Sie hat uns auch ein bisschen was dazu erzählt aus ihrer Perspektive und ich würde euch das Video auch ganz gerne einmal vorspielen. Wenn die Regie gerade am Platz sitzt, dann wäre es cool, wenn sie das einmal einspielen würden. Ja, gibt es Unterschiede und wenn ja, worin liegen die Unterschiede zwischen Mädchen und Jungs im Zugang zur Artistik? In der Artistik gibt es allein durch körperliche Voraussetzungen, ich sage jetzt mal im Durchschnitt, Positionen, die häufiger von Mädchen oder Frauen und Jungs oder Männern eingenommen werden. Ganz stereotyp wäre da zum Beispiel der starke, kraftvolle Junge als Bass, als Unterperson und die gelenkige, vielleicht etwas leichtere Frau oder das leichtere Mädchen als Oberperson. Und ich merke, dass mich das ein bisschen sträubt, das hier so zu formulieren und ich das auch bewusst als Stereotyp kennzeichnen möchte. Denn ich finde es schön, wenn diese Rollenbilder auch aufgebrochen werden und auch weibliche Personen kraftvolle Parts übernehmen. Denn es gibt viele starke Mädchen und Frauen und auch viele Jungs oder Männer, die sich gut als Oberperson eignen. Und das beides kann ja auch einfach mal wechseln. Das, was Judith da beschreibt, ich glaube, das deckt sich ziemlich mit dem, was du vorhin auch gesagt hast, Gesine. Ja, genau. Ja, das ist das, was du auch meintest, oder? Genau, also danke, Judith. Ja, vielen Dank, Judith. Mega. Für deinen Beitrag. Du bringst es sehr auf den Punkt, dass es ganz klare Vorstellungen gibt, auch im ästhetischen Empfinden. So, also der starke Mann hebt die kleine Frau. Aber ich erlebe sowohl auf der Bühne als auch so im Trainingsbereich viel häufiger auch ein Umdenken und auch, dass sich mehr Menschen die Möglichkeit geben, dass entweder die Rollen umzukehren oder auch sich völlig frei zu machen von den Rollen, dass man unabhängig vom Geschlecht auch Kooperationen eingehen kann und ja, dass man da eigentlich freier ist, als man vielleicht denkt und auch das für sich selber bestimmen kann, was da schön ist und was man gern machen möchte. Eine coole Skaterin, die ganz regelmäßig hier bei uns an den Girls-Angeboten teilnimmt, die hat mir vorher eine sehr ausführliche Voicemail geschickt, die ich euch jetzt leider nicht zeigen kann, aber ich möchte gerne einmal kurz erzählen, was sie da sagt, weil sie hat fast genau die gleichen Worte gewählt wie du gerade, Gesine. Und das finde ich total interessant, weil scheinbar ist da ein Bereich gibt zwischen Artistik und Skaten, der sich sehr ähnlich ist. Und ich glaube, da geht es einerseits um dieses Performative, dass man darüber nachdenken, wie möchte ich etwas darstellen, wie möchte ich beim Skaten aussehen und dass es da im Endeffekt gar nicht drauf ankommt, ob man einen weiblichen oder einen männlichen Körper oder Körperbau hat, sondern dass es vielmehr um die Art der Darstellung in diesem Sport geht. Und wie ist das aus deiner Perspektive, Nora? Macht das überhaupt einen Unterschied an der Stelle, ob man jetzt für den Sport selber eine Frau oder ein Mann ist? Also ich finde, generell muss man dazu erstmal sagen, dass ja auch es bei Männern und Frauen so viele verschiedene Typen von Körpern gibt und es ja auch einfach große und sehr starke Frauen und kleine Männer gibt. Aber beim Skaten oder beim Rollsport allgemein kommt es ja jetzt nicht besonders auf Muskelmasse oder sowas an, weswegen ich da eigentlich keinen Unterschied sehe, dass jetzt irgendwie Männer besser performen könnten als Frauen. Und was du angesprochen hast, Annika, ist, dass es da auch oft einfach um Style geht und jeder seinen eigenen Style hat. Und das finde ich das Schöne am Skaten. Es gibt eigentlich kein richtig oder falsch, sondern jeder macht das einfach auf seine Weise und hat seinen persönlichen Style. Ist es beim Klettern so, dass es da oder beim Bouldern Unterschiede gibt, so in Bezug auf Style oder Performance? Ja,
ich hatte ja eben schon mal so ein bisschen angedeutet, ne, dass ganz, ganz häufig das so ein bisschen zugewiesen wird. Ne, die kraftlastigen Routen sind eher was für die Männer. Die Platte, also das, ne, wo eine gerade Wand ist, wo man sich sehr viel schieben muss an der Wand, ist eher was für Frauen. Also so wird es manchmal so ein bisschen hingestellt. Das mag auch zum Teil vielleicht Präferenzen geben, die auf jeden Fall vielleicht auch stimmen, zum Teil. Aber es gibt natürlich, es kommt viel mehr darauf an, ja, was für einen Körperbau man auch hat und was für Stärken man hat. Und da kann es natürlich auch große, starke Frauen geben, die total gerne kräftige Züge machen. Und es kann auch sehr, also ich kenne total viele, die kleine Kletterer, also Jungs, die echt eine kurze Körpergröße haben, die trotzdem ja, sehr stark klettern und die auch sehr gerne technisch klettern. Und deswegen sehe ich das ähnlich wie in den anderen Sportarten auch, dass es sehr viel nicht auf Mann oder Frau sein ankommt, sondern auch auf, ja, auf seinen eigenen Körper. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, die, ja, wo man vielleicht manchmal so denkt, okay, das, ne, liegt Frauen ja mehr, das mache ich jetzt, und sich vielleicht Sachen nicht traut, was totaler Quatsch ist, weil genau, man wird auch, glaube ich, als Frau häufig im Klettersport einfach bewundert, wenn man eine harte Route klettert oder weil es halt einfach nicht so oft gesehen wird vielleicht. Und das finde ich eigentlich schön, weil ich schon das Gefühl habe, dass man als Frau oder als Mädchen eigentlich in dem Sport sehr akzeptiert ist. Und das ist zwar natürlich irgendwie, ja, erstmal einem das vielleicht nicht zugetraut wird, aber nichtsdestotrotz sollte man nicht trauen, weil man dann auch eigentlich sehr gut aufgenommen wird in dem Sport. Und das finde ich total schön, gerade beim Bouldern. Das ist sehr ein geselliger Sport. Und ich sehe, ja, gerade in so Boulderhallen oder so, sehr oft, dass viele zusammenkommen. Und auch hier in den Abenteuerhallen ist das, sieht man das eigentlich, dass es sehr gemischte Gruppen sind. Und das ist auch schön. Und die verstehen sich auch alle gut. Aber man muss halt erstmal den Zugang zu diesem Sport finden und sich trauen. Genau. Okay, was du ansprichst, sind so diese Szenen, die es dann auch in dem Sport gibt, wenn ich das richtig verstanden habe. So die Gemeinschaften und die Cliquen, die sich auch über den Sport finden und auch dann darüber sich identifizieren. Und ich glaube, das ist was, was sowohl in der Artistik, auch beim Klettern, Bouldern und auch ganz extrem im Rollsportbereich der Fall ist. Und auch da finde ich es total interessant und spannend, mal zu hören, wie eure Perspektive darauf ist. Gibt es da irgendwie Mädchenszenen und Jungsszenen oder ist das eher ein allgemeineres Ding, was, wo man zusammen Sport macht und einfach zusammen als, sich als Gruppe versteht? Also für die Artistik würde ich ganz klar Letzteres sagen. Also ich kenne das nicht so, dass es da eher explizit Jungs- oder Mädchenszenen gibt. Ja, beim Klettern ist es eigentlich sehr ähnlich. Also ja. Das habe ich auch so von den Beiträgen. Marie hatte da ein ganz tolles Video geschickt, was, glaube ich, auch nicht zeitlich vielleicht nicht mehr ganz reinpasst. Aber da war auch so dieses, ja, das war so ein Gefühl, so ein Gruppengefühl, auch einfach dabei zu sein und einen Sport zu haben. Und da war auch auf jeden Fall von gemischten Gruppen die Rede. Und so das Gefühl kann ich eigentlich weitergeben, dass es sehr gemischt ist und ein Zusammengehörigkeitsgefühl, wo sich gegenseitig gepusht wird, was zu machen und ermutigt wird, genau. Ja, also ich denke, beim Skaten gibt es schon mehr Jungs-Klicken-Gruppen, die sich dann verabreden und treffen. Aber das liegt einfach daran, dass es mehr Jungs gibt, die Skaten oder Rollsport betreiben. Was ich aber super schön finde, was du auch angesprochen hast, dass es auch einfach so ist, dass man halt in den Skatepark kommt oder in die Halle 59 und einfach mit den Leuten, die gerade da sind, seine Sportart ausübt. Und sich pusht, sich feiert, voneinander lernt und dann natürlich dadurch auch ein Gruppengefühl immer wieder aufs Neue entstehen kann. Und ich muss auch sagen, dass ich mich auch, wenn ich mal die einzige Frau vielleicht in einem Park oder an der Rampe war, mich nie irgendwie unwohl gefühlt habe deswegen und immer akzeptiert und aufgenommen gefühlt habe. Mir fällt gerade noch ein, also es gibt es schon in der Artistik gerade auch, dass es so für einzelne Aufführungen oder auch Kompanien gibt, wo es nur, die nur aus Männern oder nur aus Frauen bestehen und die dann in der Konstellation auch so auftreten. Ich kenne es hier in der Umgebung nicht so verbreitet, aber es gibt es auf jeden Fall auch, ja.
Fällt mir gerade noch ein. Okay. Aber auch da dann immer mit diesem Aufführungscharakter mehr, oder? Ja, aber genau. Aber man trainiert ja dann auch in der Konstellation zusammen. Mhm. Ja. Okay. Ja, also so aus meiner Wahrnehmung ist es auch so, dass tatsächlich hier in der Halle oder im Skatebereich schon auch häufiger Mädelsklicken gibt oder auch Jungsklicken gibt. Da ist es ja so, Aufführungscharakter gibt es relativ selten, so mit einer Bühne, glaube ich. Es ist mehr so, was dann so dazwischen passiert in der Gruppe oder im Skatepark. Und ein bisschen gehen wir bei dem Trend auch mit, wenn wir sagen, wir machen Sessions, die nur für Mädels angeboten werden, wo halt Jungs auch nicht erwünscht sind, sondern nur Menschen, die sich halt als weiblich definieren. Und ist ein bisschen schwierig vielleicht an der Stelle. Wie siehst du das, Nora? Ist es irgendwo eine Chance, dass die Mädels sich zusammenfinden an der Stelle, oder ist es auch wieder dann ein Stück weit ausgrenzend? Also natürlich ist es ein Ausgrenzen, wenn wir sagen, wir machen ein Angebot, in dem keine Jungs erwünscht sind. Aber ich glaube, in dem Fall ist es super wichtig, einfach um den Mädels einen geschützten Raum zu bieten, um auszuprobieren, um sich zusammenzutun, zu motivieren, voneinander zu lernen und mit dem Ziel natürlich, dass die Mädels sich dann auch bereit fühlen und Lust haben, einfach im offenen Betrieb mit den Jungs, mit allen anderen zusammen zu skaten, selbstständig in die Halle 59 kommen, selbstständig in andere Parks gehen und sich da einfach das Selbstbewusstsein gewinnen, sich zuzutrauen, einfach zu skaten, wann und wo sie Lust haben. So. Wäre sowas dann nicht vielleicht auch denkbar, zum Beispiel im Artistikbereich für jugendliche Jungs, die den Zugang dazu nicht so finden? Nur um jetzt das ein bisschen Stereotyp einmal darzustellen. Ja, gute Frage. In anderen Institutionen gibt es das tatsächlich. Also es gibt explizite Jungskurse, genau, wo sich halt gewünscht wird, dass es mehr männliche Teilnehmer gibt. Ja, das heißt, es gibt es schon. Ich würde die Frage vielleicht einfach ans Publikum heute geben, was ihr vielleicht dazu denkt oder meint, ob es auch in der Artistik geschlechterspezifische Angebote geben sollte. Es kam ja eine sehr ausführliche Antwort einmal im Chat, die ich jetzt nicht schaffe, an dieser Stelle in Gänze vorzulesen oder mir in Gänze einmal durchzulesen. Es tut mir leid, ich werde es nachher nochmal in Ruhe machen. Was ich aber rauslese, so auf die Schnelle, ist, dass eigentlich diese Diskussion um die Geschlechter in den Sportarten ein Stück weit hinfällig ist. Und ich finde, das ist eigentlich ein wichtiger Input, den wir uns vielleicht auch nochmal selber mitnehmen müssen, dass wir da ein Gespräch führen, was ja eigentlich gar nicht notwendig ist, weil wir eigentlich alle nur Spaß haben wollen an dem Sport und den zusammen ausüben wollen. Und ich finde es total interessant, dass du das hier auch nochmal so schreibst. Ich glaube, dass es aber, weswegen wir die Gespräche trotzdem hier führen, ist, weil die Anzahlen oder die Verteilung von Mädels oder Jungs, die dort vertreten sind, eben auch nach wie vor nicht gleichermaßen verteilt sind. Und ich glaube, deswegen diese Diskussion tatsächlich nicht ganz hinfällig ist. Vielleicht reicht dir das als Antwort an der Stelle. Du kannst gerne nochmal reinschreiben. Ich kriege auch direkt eine Antwort. Ich lese euch das einmal vor. Das ist ein bisschen ein anderer Fokus nochmal. Es geht darum, dass alle alles dürfen, solange man niemand anderen dabei gefährdet. Und vielleicht ist das eine schöne Zusammenfassung von dem, was gerade auch die andere Person im Chat gesagt hat. Genau. Was auch ganz interessant ist, was die Miriam, ich glaube, das war eine Bekannte von dir, genau. Die hat nämlich auch in die Richtung uns ein Video geschickt und ein bisschen was aus ihrer Perspektive dazu erzählt, wie das mit Mann und Frau im Klettern aussieht und was das eigentlich Wichtige ist. Vielleicht können wir uns das einmal anschauen. Und ich kletter seit ungefähr 13 Jahren. Ich bin durch meinen Vater zum Sportklettern gekommen und kletter sowohl in der Halle als auch im Felsen. Ich habe auch für ein paar Jahre Wettkämpfe gemacht und habe da besonders gemerkt, dass die
Gruppen von den Mädels kleiner waren als die von den Jungs. Also wenn man als Mädel klettert, dann ist es doch seltener, als wenn Jungs klettern. Und habe da aber immer so erfahren, dass ich mit meiner Technik sehr punkten konnte. Also dass ich häufig die gleichen Routen hochgekommen bin, aber das mit weniger Kraft gelöst habe, sondern mit mehr Technik. Und ja, das möchte ich euch mitgeben, dass man auch häufig schwere Dinge klettern kann, wenn die Technik passt und dass man nicht alles mit Kraft lösen muss. So. Ja. Ja, super. Danke Miriam nochmal an dieser Stelle. Und ja, wie am Ende ja auch bei Miris Video gehört habt, ja, ist hier einfach nochmal der Appell an Mädels, hey, traut euch was, ihr könnt auch was schaffen. Und das finde ich total wichtig, auch nochmal an dieser Stelle und auch nochmal hinsichtlich dem, was eben so ein bisschen im Chat kam, dieses, ne, eigentlich müsste diese Diskussion gar nicht stattfinden, weil jeder soll eigentlich das machen, wozu er Spaß hat. Und das sehe ich genauso. Trotzdem ist es, glaube ich, wichtig oder fand ich total schön, zu diesem Gespräch eingeladen zu werden, weil ich glaube, von uns allen auch so ein bisschen ja, der Hintergrund dieses Gesprächs einfach ist, mehr Mädels dazu zu ermutigen, zu unseren Sportarten, die wir als unsere Sportarten bezeichnen, die wir irgendwie, ne, wo unsere Leidenschaft irgendwo drinsteckt. Und da finde ich super wichtig, das zu hören nochmal so, hey, ne, es gibt beim Klettern so viele verschiedene Facetten und man kann gerade draußen Routen und ja, Kletterwege ganz, ganz unterschiedlich lösen. Und das ist egal, ob man groß oder klein ist. Ich meine, ich fluche auch sehr, sehr oft beim Klettern. Hier gerade in der Halle ist es manchmal so, dann schaffe ich eine Route nicht. Und jemand, meistens natürlich Männer, Jungs, die ein ganzes Stück größer sind als ich, die kommen an einen Griff viel besser dran. Das heißt aber nicht unbedingt, dass jemand besser klettert oder eine bessere Technik hat. Das ist vielleicht ganz speziell auf die Route bezogen. Und vielleicht schaffst du oder schaffe ich eine Route, die vielleicht für einen Mann oder einen Jungen, der groß ist, total schwierig ist. Und das finde ich so schön beim Klettern, dass es da ja, einfach für jeden was dabei ist und jeder was anderes besser kann oder in anderen ja, Routen seine Stärken vertreten kann. Und deswegen, ja, ist der Appell von Miriam total schön, dieses, hey, traut euch was, es gibt Lösungen, gerade draußen gibt es meistens immer eine andere Lösung, wenn die eine nicht funktioniert und ja, deswegen finde ich diesen Appell total schön. Genau, und es kommt auch aus dem Chat gerade nochmal ganz ähnliche Appelle und ich will mal nur so zwei Sätze oder so vorlesen, die da gerade aufpoppen, weil ich glaube, dass das in die Stimmung passt von dem, was ihr gerade auch gesagt habt. Zum einen hat gerade Lara eben geschrieben, mehr Muskeln, mehr Hirn kann auch klappen. Und ich glaube, sie spricht damit genau darauf an, dass es eben einfach jeder seine unterschiedlichen Stärken hat und unterschiedliche Lösungswege gibt in allen Sportarten. Dann schreibt Fruitsy, ich finde es aber immer wieder ein gutes Statement, dass die Jungs, die tanzen wollen, tanzen dürfen und Mädels, die skaten wollen, skaten dürfen. Und ich glaube, das stimmt total, auf jeden Fall. Die Frage ist, ist es vielleicht leichter, als Mädchen sich fürs Tanzen zu entscheiden und als Junge sich fürs Skaten zu entscheiden, auch wenn man eigentlich vielleicht auf das andere mehr Lust hätte. Und genau deshalb haben wir zum Beispiel eine Nora hier sitzen, die in einem sehr männlich dominierten Feld unterwegs ist als Skaterin und da auch als Role Model eben fungieren kann und anderen Mädels zeigen kann, na und, macht's doch trotzdem. Und das funktioniert auch. Deswegen, Nora, nochmal großes Dankeschön an dich, dass du auch das gerne verkörpern möchtest hier. Danke dir. Wir haben eben schon mal ganz knapp angesprochen, dass es auch hier in der Halle Angebote gibt, die nur für Mädels sind und mädelsspezifisch. Und vielleicht können wir noch mal ganz kurz darauf eingehen, Nora, und noch mal kurz darüber sprechen, was dieses Role Model, warum ich das gerade anspreche, ist, wie du da dran gekommen bist und warum das für unser Thema, was wir hier gerade behandeln, interessant ist. Ich glaube, das ist vorhin vielleicht nicht ganz durchgekommen. Gerne. Wie wir vorher schon erwähnt haben, haben wir ja eine regelmäßig stattfindende Girls-Session.
die wir jetzt mit dem Role Model Programm erweitern möchten. Und zwar haben wir uns für ein Projekt beworben, das von einer Organisation ausgeschrieben wurde. Gatestan heißt die. Das ist eine NGO, die Jugendarbeit mit Skaten verbindet. Und genau. Und in diesem Programm geht es insbesondere um darum, junge Mädchen, junge Frauen zu empowern, also zu motivieren, durch Skaten oder mit dem Medium Skateboard ihre körperliche und mentale Gesundheit zu verbessern. Und wir haben uns mit der Halle zusammen eben überlegt, dass wir gerne unsere Girls Session ausweiten würden dieses Jahr und einmal im Monat einen Girls Road Trip mit der Girls Crew durchführen möchten. Wann genau das alles anlaufen wird, dazu werdet ihr noch Informationen auf jeden Fall bekommen. Aber ich bin super gespannt. Das wird ein cooles Projekt. Und freue mich natürlich auf ganz viele neue Gesichter und alte Gesichter, die Lust haben zu skaten, das auszuprobieren, sich auszutauschen. Genau. An der Stelle gehen auch ganz viele Grüße raus an dich, Jana. Ich habe gesehen, dass du auch im Chat bist und wir freuen uns darauf, dass du auch wieder bei den Sessions am Start bist, in denen Nora jetzt auch wieder dabei ist und natürlich alle anderen von uns auch. Wie überall allerdings sind wir gerade ein bisschen auf Null gestellt wegen der ganzen Corona-Geschichte und ich glaube, das geht den anderen Sportarten ja genauso, dass auch ihr gerade mehr zu Hause sitzt, als hier in der Halle seid. Und ich fände es auf jeden Fall auch interessant zu hören an dieser Stelle. Gibt es da Strategien, wie ihr damit umgeht gerade? Trotzdem in Bewegung bleiben ist sehr wichtig, glaube ich. Also Handstand kann man zum Beispiel überall machen. Man kann sich auch immer dehnen, joggen gehen, Fahrrad fahren und irgendwie... Ja, man kann zum Beispiel auch im Park trainieren. Mit Abstand kann man auch trainieren. Partnerakrobatik ist da schwierig, aber ja. Oder man kann sich irgendwie per Videochat anfeuern und unterstützen. Ja, das kann man trotzdem machen. Und ich glaube, die anderen Sportarten haben auch schon Videos online gestellt, was man alles zu Hause machen kann. Also gerne nochmal auch bei den alten Videos reinschauen, was da so passiert ist. Es gibt noch ein Thema, was wir noch gar nicht behandelt haben, was aber im Vorfeld von unserem Gespräch immer wieder aufgepoppt ist und was ich vielleicht deswegen noch einmal kurz mit ansprechen wollen würde. Und das ist so der Bereich Wettkampf. Der ist bei uns zwar hier in der Halle überhaupt gar kein Thema eigentlich und wir wollen auch gar nicht so viel damit zu tun haben immer. Aber wir haben vorhin darüber gesprochen, dass es immer wieder zum Thema wird. Ich bin besser als du, du bist besser als ich. Und das gibt es dann natürlich auch ganz professionell, dass man ganz professionell testet, wer der bessere Sportler, die bessere Sportlerin ist. Und ich glaube, dass es gerade im Wettkampfbereich auch wieder große Unterschiede gibt, dass in Frauen- und Männerbereich unterteilt wird und auch da große Unterschiede gibt, wie es wahrgenommen wird. Und ihr habt mir davon dazu vorhin auf der Treppe vor dem Haus schon ganz viel erzählt. Und vielleicht können wir das nochmal so ganz kurz auch mit hier in die Runde reinnehmen. Ja, also beim Klettern ist es tatsächlich so, also wenn ich jetzt so ein bisschen rückblickend, ich war jetzt nicht bei den riesen Boulder- und Kletterwettkämpfen am Start oder dabei, aber habe immer mal so ein bisschen was mitbekommen und es ist tatsächlich immer noch so, dass häufig oder ich habe auch so natürlich ein bisschen im Vorfeld irgendwie so ein bisschen was angeguckt und mich in die Szene mal so ein bisschen noch mehr ja, darüber informiert und es ist tatsächlich einfach so, dass zum Beispiel das Männerfinale immer noch populärer einfach ist und dass auch bei so Wettkämpfen immer noch deutlich mehr Jungs und Männer teilnehmen als Frauen und das finde ich sehr schade und es wurde auch in einem Podcast von einer Schrauberin wurde gesagt, dass häufig viel mehr Zeit und Geld in die Kletterrouten und in die Boulderrouten von den Männerwettkämpfen gesteckt wird und das finde ich total schade und ja, da würde ich mir natürlich wünschen, dass das sich ändert und dass ja, dadurch, dass vielleicht auch mehr Frauen und
und Mädels den Weg zu dem Sport finden, dadurch vielleicht auch, dass sich in der Wettkampfszene ein bisschen ändert. Ich glaube, da gibt es auf jeden Fall Beginner, also es ist wahrscheinlich nicht mehr so wie vor 50 Jahren noch, wo es wirklich nur Männerkletterer gab, aber ich finde, das sollte auf jeden Fall gepusht und unterstützt werden, dass sich da vielleicht was ändert. Genau, vielleicht auch hier in der Halle, wenn man da irgendwie, wir haben hier keine großen Wettkämpfe, aber einfach ja, starke Mädels und Frauen noch mehr zu motivieren, auch sowas zu machen und an Wettkämpfen vielleicht auch teilzunehmen, wenn sie jetzt Lust haben und sich das zu trauen. Ich glaube, das ist der erste Schritt dahin. Eine Skaterin, die ganz aktiv auch bei uns bei den Girls Sessions immer dabei ist, ist darüber hinaus sehr engagiert, hat einen Verein gegründet, der sich dafür einsetzt, unter anderem Gleichberechtigung im Wettkampfbereich zu schaffen bei den Skater und Skaterinnen. Und auch sie hat uns ein kurzes Video-Statement geschickt, das ich an der Stelle noch als ein letztes Video kurz einblenden wollen würde. Das ist das Video von der Elsa. Und sie wird einmal kurz was dazu erzählen, in was für einem Verein sie tätig ist und auch was da ihr Einsatzgebiet ist. Ich bin nebenbei auch noch tätig für den Girls Rock'n'Roll Skateboarding Verein. Das ist der erste Skateboardverein nur für Mädchen in Deutschland, der das Hauptaugenmerk darauf hat, an erster Stelle den Sport bei Frauen in der Szene zu stärken, zu stützen, zu unterstützen, auszutauschen und auch ein bisschen dafür zu sorgen, dass da eine Gleichberechtigung herrscht, gerade bei den Wettbewerben. Es sind aber auch bei uns Jungsmitglieder, die das einfach unterstützen. Ansonsten ist eigentlich alles gleich. Es ist halt Skateboarding. Skateboarding ist Fun. So, geht raus und geht skaten. Ja, ihr habt gehört, was die Elsa gesagt hat. Am Ende sind wir doch eigentlich, gibt es keine großen Unterschiede und sind wir alle gleich. Das finde ich super schön und super wichtig, weil es am Ende darum geht, gemeinsam seine Passion, seine Sportart auszuüben und sich keine Gedanken darüber zu machen, ob das jetzt männlich oder weiblich ist oder was andere über einen denken. Und ja. Punkt, genau so sehe ich es auch, Nora, genau, richtig gut. Wir haben nur noch ein paar Minuten und ich würde gerne so die letzten Minuten noch einmal nutzen, um nochmal auch auf euch persönlich zurückzukommen und ein bisschen zu überlegen, wie kann es denn weitergehen? So, wir haben, Nora hat schon ziemlich genau erzählt, so, was so ihre Perspektive ist darauf, was im Skatebereich hier in der Halle passieren kann. Um ein bisschen die Mädels zu empowern, ein bisschen die Mädels zu pushen. Und so wie ich es sehe, ist ja im Artistikbereich das, der Bedarf einfach ein ganz anderer, weil es sehr, sehr ausgeglichen ist, wie viele Mädels, wie viele Jungs hier teilnehmen. Und deswegen vielleicht auch gar nicht so der Bedarf dafür da ist. Oder wie siehst du das, Gesine? So, was ist deine Hoffnung da, wie sich entwickeln könnte? Das ist eine sehr große Frage, finde ich. Ich wünsche mir, dass es einfach ein Bewusstsein dafür gibt, dass es Unterschiede gibt zwischen Mann und Frau, dass es aber keine Wertung ist und kein Hindernis ist und dass man sich Stereotypen und Rollenbildern stellen muss und sollte, diese hinterfragen kann und aber letztendlich sich nicht dazu verpflichtet fühlen sollte, genau das Gegenteil von einem Stereotyp zu machen, sondern einfach sich bewusst zu machen, ja, diese Vorstellungen auch im ästhetischen Empfinden gibt es, und aber sich trotzdem stark genug und eigenständig zu fühlen, um für sich rauszufinden, was möchte ich machen, was finde ich schön, was möchte ich zeigen und das dann einfach oder auch schwer zu machen, weil ich oder wir alle auch in unseren jeweiligen Sportarten die Möglichkeit haben, das aktiv zu gestalten und also die Bereiche bestehen ja unter anderem auch aus uns und deswegen haben wir auch die Möglichkeit, das Bild und das Gefühl selber zu verändern und so zu machen, wie wir es uns wünschen. Genau.
Ich würde auch dazu sagen, einfach, ja, ich finde das ganz cool, so dieses Role Model Projekt, und ich würde mir das für den Kletterbereich auch wünschen, dass einfach so, sucht euch jemanden, sucht, orientiert euch vielleicht oder seid Role Model für jemanden, der sich vielleicht noch nicht traut, klettern zu gehen, nimmt die Mädels mit. Und ja, keine Ahnung, ich hatte ein Video noch von der Bego und sie meinte, es ist manchmal schwierig, alleine als Mädel in eine Boulderhalle zu gehen. Da denke ich mir einfach, als Kletterin, als Boulderin, nimmt die Mädels mit, die da vielleicht Spaß dran haben können. Das finde ich so, das wäre so mein Input so als letztes. Und ich freue mich auch, hier im Kletterbereich noch mehr Mädels zu sehen und auch vielleicht mal Mädels, die in den Überhang gehen und die sich vielleicht auch mal an den Bohrer trauen und hier ein paar Routen einschrauben, weil das wäre tatsächlich mal was richtig Tolles für hier auch. Damit ist unsere Zeit auch quasi um, und was ich jetzt noch so als Fazit mitnehmen möchte, ist, es gibt super viele Gemeinsamkeiten, die irgendwie in allen drei Bereichen aufpoppen, aber dann doch auch Unterschiede. Was wir als Fazit für alle Bereiche mitnehmen können, ist, dass es im Endeffekt darauf ankommt, dass wir hier Gemeinschaft erleben, dass wir solidarisch in allen Bereichen zusammenstehen und dass wir uns vernetzen und dass wir gemeinsam überlegen, wer möchten wir sein und wie möchten wir wahrgenommen werden. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was ich von allen von euch rausgelesen habe, unabhängig davon, welche Sportart ihr ausübt. Und ich würde mir voll wünschen, dass wir genau an der Stelle weiterarbeiten. Und ihr könnt uns gerne eure Meinung dazu auch noch weiterhin schreiben. Schreibt uns auf Instagram oder auch hier im Chat. Wir freuen uns auf alle Kommentare. Und damit verabschieden wir uns hier aus der Runde. Ich habe mich voll gefreut. Vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön. Auch an beide, die geschaut haben. Tschüss. Tschüss. Tschüss.